Es gibt in Biel einen bescheidenen, diskreten Ort der Begegnung. Nicht jede Begegnung ist angenehm. Einige können auch stören. Deshalb wurde vor 25 Jahren die Kirchenterrasse zeitenweise gesperrt. Aber die Gitter öffnen sich immer wieder für ein Kinderfest, für einen Flohmarkt, für ein Aperitif nach einer Hochzeit oder nach einem Gottesdienst. Alles richtige Leben ist Begegnung, sagte Martin Buber. Man kann Begegnungen verpassen, Begegnungen können einen aber auch verändern. Silja Raggett hat sich da sehr viele Gedanken gemacht über das Kolonialerbe der Schweiz und über den Sklavenhandel. Die schwarzen Tücher symbolisieren die Kleider der verschleppten Sklaven. Ja, da gibt es mehr zu grübeln, als einem lieb wäre. Silja Raggett hat den Dreieckhandel aus Europa geschildert, bei dem Sklaven nach Amerika verschleppt worden sind und dafür Kolonialwaren Zucker nach Europa zurückgebracht wurden. Auch zugunsten der gnädigen Herren von Bern, auch mit Schweizer Schiffen, von denen eines ironischerweise La Liberté, also Freiheit, hieß. Was ich nicht wusste, bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts wurden schwarze Menschen dem gaffenden Publikum im Zoo vorgeführt. Eine merkwürdige Begegnung mit unserer Vergangenheit, die wir nicht verdrängen dürfen, damit wir auch die Begegnung mit unserer Zukunft nicht verpassen. Alles Leben ist Begegnung. Manche Begegnungen schmerzen, andere bereichern. Wagen wir doch die Begegnung, damit wir reich werden.